Ist das wirklich Rabe? Das ist Rabe, ich habe in den Fernrohr geguckt. Warte, ich will. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Leute. Ah, ja, Rabe hat sich anscheinend während des Tumults hier in die Luft begeben, um nicht auch noch Opfer zu werden. Verständlich auf jeden Fall. So, und ich habe für heute geplant. Ey, Rabe. Hinsetzen bitte. Jetzt. Dass wir ein paar Fische zähmen werden. Fische? Ja, Fische. Nehme ich mir mal ein bisschen fleischiges Fleisch, obwohl ich glaube, ich brauche fischigen Fisch. Bin mir da gar nicht mehr sicher. Guck mal, mein Schild an. Nice Manticore-Schild. Ja. Na, ist eigentlich nur ein Holzschild. Du kannst dir auch die komplette Manticore-Rüstung anziehen, wenn du willst. Einfach auf deine Kleidung draufziehen. Ach, das ist nur ein Skin? Das ist nur ein Skin alles, ja. Kannst du von mir das machen? Ich habe ja auch nur einen Skin. Ich bin blöd, das war der, das war Dings mit dem ganzen Fisch. Ach, scheiß drauf, er hat auch noch was. Nee, das ist kein Skin. Das ist ein Skin. Nein. Drück Viereck, wenn du drauf bist. Das ist Stoffrüstung. Damit kannst du das. Ist alles einfach nur nicht Stoff. So, dann gucken wir mal, ob wir hier die richtigen Fische haben, die ich brauche. Sieht bisher schon mal nicht so aus. Alles klar. Ich glaube, die gibt es hier wirklich nicht. Oh Mann, wir haben wieder eine Reise vor uns. Wieder ab in den Süden. Der Sonne Ja, ich hinterher. mach schnell die Stoffrüstung weg. Jo. Warte mal, Hunger habe ich auch schon wieder im Spiel. Geil. Ich muss eh noch Rüstung. Zwei Sättel herstellen. Für was denn? Für die Fische. Wie heißen die Fische? Ichi irgendwas. Ichito Hornis oder sowas. Ist im Dings ist dann nur das, was ich erlernt habe, oder? Ja. Ja gut, ich glaube, ich habe das noch nicht gelernt. Ist nicht schlimm, brauchst du auch nicht. Und selbst wenn, ich kann die meisten Sachen erlernen. Ich habe noch über 1000 Punkte. Also über 1000 Skillpunkte. Was brauche ich denn? Ich brauche das hier noch. Bisschen Eisenerz. Wo sieht man das denn, die Skillpunkte? Werden dir oben im Inventar angezeigt, neben dem Rucksackzeichen. Ach Da so, habe ja, ich. dann habe ich 312. Ich habe 1197. Leder, Holz. Oh, werde ich mir wieder alles nicht merken können. Oh, mein Gehirn. Ah, da war Holz drin. Scheiß drauf. Leder, Holz, Fasern. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen.
Leder. Oh, dieses Gehirn, Alter. Das ist eine Qual mit dem Gehirn. Also was Dinge merken angeht, bin ich echt scheiße. Aber dafür kann ich dir fast alle Pokémon auswendig aufsagen, wenn du mir ein Bild von denen hinzeigst. Ach, hier bei Raba haben wir auch noch Obsidian drin. Ups. Aber keine Fasern. Fasern hatte ich doch bei Bigfoot drin gehabt. Bei Calamity. So, jetzt Holz. Ich muss mit mir selbst reden. Es tut mir leid. Jetzt komme ich hier durcheinander. Ja, was? Hast du noch eine Flinte irgendwo? Nee. Schade. Obwohl, vielleicht ist in Rabe eine noch drin. Guck mal da. Ja, guck ich gleich, warte. Rabe hat das sowieso alles irgendwie. Und wenn nicht, guck mal bei Kriegsvogel. Ich glaube, der hat das nicht. Also wenn, dann wahrscheinlich bei Rabe. Wo ist denn Rabe jetzt? Direkt hier vorne bei mir. Wo bist du? Direkt hier hinten bei Rabe. Lul. Ach, Feuerstein war das letzte, was mir gefehlt hat. Ja, siehst du. Flinte, keine. Ich bin der Meinung, irgendeiner hatte eine Flinte dabei. Natürlich weiß ich jetzt nicht mehr, welcher das war. So, zwei Ichi-Sättel werden hergestellt. Wir wollen ja hier auf unsere Grammatik achten. Und was ist eigentlich so fucking schwer bei mir? Die Fische werden mich niemals tragen können. Sehe ich wenigstens cool aus, mal wieder. Ich finde es lustig, wie die Hyänodons sich mehr wie Hunde verhalten als die Wölfe. Wie zoomt man nochmal mit der Orbitcam raus? Mit L2, glaube ich. Und wenn nicht, dann war es L1. Ah. L1. Ja, gut. Ist halt mein Charakter, der die Rüstung so ein bisschen versaut. Aber sonst sehe ich eigentlich ganz cool aus. Ich bin kaum leichter geworden. Das triggert mich. Gut, dann lass mal in den Süden. Der Sonne hinterher. Jo, was geht? Mit der Orbitcam kann man unter die Map gucken. Ich guck mal kurz zu meiner Leiche. Ja, mach das. Ich komm dir mal hinterher. So. Orbitcam aus. Nö, ich sehe meine Leiche nicht mehr. Sieht echt cool aus mit der Rüstung. Ja. Ja, ich schalte mal die Orbitcam an und gehe dann so irgendwie unter der Map, dass du. Das sieht voll cool aus eigentlich. Vor allem in der Felsen, Junge. Der geht einfach noch 30 Meter weiter. Ja. Na gut.
Wir wollen keine Zeit weiter verschwenden. Ab geht es. Noch das Krokodil hier. Ist das Sarko noch ein Ding oder ist das mittlerweile auch schon tot? Ich glaube, das ist tot. Oh, apropos tot. Die Playsy ist auch schon wieder so laut am Blasen. Pusten meine ich. Ich meine pusten. Pusten. Hey, sie ist am Pusten. Ganz ruhig. Sie pustet. Können wir hier schon mal gucken, ob hier vielleicht welche sind. Rabe, du kannst nicht so lange... Da ist übrigens ein Pego Mustax. Ja, töte die Bastarde mal bitte. Soll ich meine Taucherrüstung anziehen? Kannst du machen. Rabe, vergnüg dich bitte einfach ein bisschen mit dem... Mit dem hier anwesenden Langhals. Alter, wie weit hat mich das Ding denn weggekickt? Das ist eine saugute Frage. Ich sehe schon, Rabe hat da hinten seinen Spaß. Und er ist tot. Gleich nochmal. Rabe ist halt einfach eine Höllenmaschine. Hat man also gefunden. Okay, pass auf, damit du weißt, wonach wir suchen. Wir suchen nach diesen komischen Fischen mit der langgezogenen Schnauze. Mit der Delfin, ne? Ja. Okay, da ist schon mal ein Megalodon. Ich meine, Megalodon könnten wir auch nehmen. Die machen wenigstens mehr Schaden. Pass auf, der kommt, der kommt. Ja, ich seh's. Ah, okay, er dreht ab. Da ist einer. Ja, wo? Siehst du mich? Pass auf hinter dir, Megalodon. Oder ist das nur ein kleiner... ach, okay, das... Nee, da ist wirklich einer. Ja, stimmt, da ist wirklich einer. Pass auf, die sind ganz interessiert. Die müssen... Da müssen wir eigentlich nur in die Nähe schwimmen, dann kommen die schon an. Wir müssen halt nur aufpassen, dass die Megalodon die nicht holen. Sag ich ja, die sind ganz interessiert. Okay, komm mal näher, ja. Megalodon. Oh. Ja, ich scheuch den mal weg. Kusch. Was frisst denn der denn? Kusch. Ich sagte Kusch. Oh Gott, der will kämpfen, ne? Du willst meine neue Rüstung kaputt machen, ne? Du bist also der neue Freund meiner Tochter, ha? Na, da hat sie sich aber einen ausgesucht. Na, da hat sie sich ja einen ausgesucht mit dir, ey. Und komm mal her, Freundchen. Jetzt nicht abhauen hier. Verdient. Nein, der Itchy-Dingsbums. Nein, schon noch nicht. Wer ist weg? Was frisst denn da? Fisch? Warte, ich hab was für den. Weil die machen, die haben eine passive Zähmung. Jetzt schwimm doch nicht noch weiter ins offene Meer, du dämlicher Fisch, Alter. Och Mann, komm doch her, du Kackfisch. Jetzt kommt da ein Megalodon. Kann ich unter Wasser schießen? Nein. Roman, Support bitte. Ich hab. Jetzt kommt der Fisch an, jetzt kommt der Fisch an. Ja, warte, ich denke Megalodon. So, er ist gezähmt. Schnell, nach da hinten, nach da hinten, nach da hinten, nach da hinten, los. Weg mit dir, Fisch. Ach, pass auf, dass sie bloß nicht die Rüstung kaputt machen hier. Okay, der ist gleich tot. Okay, da hinten ist noch ein zweiter Fisch. Ich scheuche den ersten Fisch mal nach da hinten. Ich finde den ersten Fisch nicht mehr. Da hinten. Kommst du zu mir? Fischi?
Hey, Fisch. Oh, nee. Megalodon? Nee, du trennst mich von dem Fisch. Oh. Ah ja, schwimmt mir hinterher. Okay, der Fisch kann mich gerade so tragen. Müsste das nicht eigentlich noch mehr verringert sein, wenn man im Wasser ist? Eigentlich ja. Im Wasser ist man ja eigentlich leicht. Ja, die Dings schwimmt von mir weg. Ich habe keine Ausdauer, ich muss kurz mal. Weil dann kann man nicht mal mehr nach oben schwimmen, wenn man keine Ausdauer hat. Ja, Ausdauer. Ich sollte dem Fisch vielleicht auch mal was zu essen geben. Ich glaube, der bekommt bereits Schaden. Ja. Frisst du auch das hier? Ja. Herrlich. Thanks. Okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Fische ein Level up haben. Damit wir die schon mal auf Gewicht skillen können. Oder zumindest meinen muss ich auf Gewicht skillen, weil der kann mich kaum tragen, wie gesagt. Ja, ich habe immer noch keinen. So, oh, hier bei mir ist einer. Fisch, kannst du bitte nach da hinten? Musst du nicht machen. Kannst auch da bleiben. Und bitte stirb mir nicht weg. Okay, hier hinten ist auch noch einer. Im sachten Wasser. Versucht, den mal zu kriegen. Hier sind sogar zwei. Und ein Megalodon. Ich dachte gerade, ich habe einen Manta gesehen, Alter. Ich habe schon einen Schiss bekommen. Zwei Megalodon. Ein Fischi-Fisch, der anscheinend Angst vor mir hat, denn er schwimmt weg. Hat doch keine Angst vor mir. Ich bin lieb. Ja, komm her. Schwimm noch nicht zum Megalodon hin. Mann, jetzt stehe ich doch nicht an wie ein Fisch und komm her, Mann. Die Megalodons sind auf dem Weg. Und zwar alle drei. Jetzt komm doch her, du Lappenfisch. Die Megalodons haben abgelassen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt den zweiten Fisch auch für dich. Der ist niedriger vom Level her. Was aber nicht schlimm ist. Oh, die können sogar angreifen. Oh, zwei Megalodons. Scheiße, ich seh's da hinten. Du kämpfst da gerade gegen zwei, ne? Alles klar, schon mal nach da, bitte. Noch gegen ein Ich. Aber der kämpft nicht wirklich so schlimm. Ja, interessiert euch mal für mich, ihr kleinen Hodenkobolde. Lass doch mal den Roman in Ruhe da und seine schöne Rüstung. Oh scheiße, ist ein Mate boosted. Okay, versuch irgendwie rauszuschwimmen, Roman. Ich versuch sie abzulenken. Der eine ist fast tot. Okay. Ja, der eine ist tot. Ist halt nur gefährlich, weil die Mate boosted waren. Ja, da ist noch was. Nice. Ich
Stimmt, der Otter ist ja auch unter Wasser. Hat der auch so eine kleine Tauchermaske an? Nein. Nur für eine Schildkröte kalt machen können. Komm her. Schildkröte kalt gemacht. Okay, ich guck mal schnell, wo ich deinen geparkt habe und hol den mal ab. Geht einem der Sauerstoff auch irgendwann alle? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es kann sein. Ach cool, du hast den männlichen, ich hab den weiblichen. Beide können jetzt fast 400 Kilo tragen, glaube ich. Also deiner kann fast 400 tragen. Meiner kann auch fast 400 tragen. Guck mal, die Unterwasserwelt erkunden, Roman. Aber wir sollten die vielleicht vorher noch mal ein bisschen leveln auf Ausdauer. Nicht, dass die dann... lass mal ein paar Fische töten. Ja. Wie es hier unten aussieht. Wie viel Leben hat der überhaupt? 200 nur, das ist nicht viel. Echt nicht viel. Pass auf, da unten sind Mantas. Oh, pass auf, ein Plesiosaurus! Ganz schnell nach oben. Was für ein Saurus? Plesio. Meine Ausdauer. Das sind sogar zwei, alter Schwede. Du kennst doch diese langhälsigen unter Wasser. Ach so. Da waren gerade zwei. Das ist blöd. Aber sehen möchte ich die doch nochmal. Cool aus. Oh Gott, die haben Tempo drauf, Alter. Die haben so ein Tempo drauf. Roman? Ja. Nächste Aufnahme zählen wir uns so ein Vieh. Oh Gott. Wie machen wir das denn? Ich habe absolut keine Ahnung, wie man das macht. Die Dinge überhaupt sehen. Okay, ich kann unter Wasser schon mal nicht schießen. Nee, das funktioniert nicht, da habe ich mich ja schon mehrmals beschwert. Ich würde gerne mal jetzt hin und den einfach mal anpieksen. Mal gucken, wie er reagiert. Welches Level ist denn der? Ich glaube, der möchte mich anpieksen. Auch lustig, wenn ich im Let's Play hier wieder Dinge herumreichen muss. Ja, Namaste erstmal noch. Guten Tag und ich danke. Aber ist schon in Ordnung. Was gibt's zu essen? Pizza? Richtig, ja? Ich hoffe doch. Frag mal, ob wir Pizza machen können. Digga, ich will unbedingt so ein Plesiosaurier. Ich werde mich mal nach der Folge hier informieren. Man den zähmt. Ja. Oh Gott, ich hätte ihn nicht angreifen dürfen, der macht so viel Schaden. Aber er verpisst sich, der hat Angst vor dem flachen Wasser. Ich meine, letztendlich brauchen wir die nicht. Wir brauchen die weder für einen Bossfight noch für sonst irgendwas. Hier, wenn man. Kennst du diese Grab, diese
Krebse oder Krabben, die sind auch nicht wirklich Krabben oder Krebse. Ja. Die am Meeresgrund so rumkrabbeln. Ja, mehr oder weniger. Wenn man die tötet und die dann abbaut, dann kann man manchmal eine schwarze Perle rauskriegen. Ach, die Ammoniten. Die komischen Eingekreiselten mit den vielen Tentakeln hinten dran. Ich glaub schon, dass wir dieselben meinen. Die krabbeln auch manchmal an der Oberfläche rum. Ach so, nee, dann meinen wir nicht die gleichen. Ey, wo schwimmst du denn die ganze Zeit rum? Wieso? Ich versuche an der Oberfläche Fische zu töten und du schwimmst da unten irgendwo rum. Ja, ich dümpel hier ein bisschen hin und her mit Megalodon und so. Ich merke, dass ich einen kleineren Wendekreis habe als er. Oh Gott, der Plesiosaurus! Oh Gott, nein! Der Megalodon kann von mir aus kommen. Jetzt mal auf, wie ich den jetzt outplaye. Und schwupps. Und Angriff. Hä? Einmal zu ihm ein Level gekriegt. Boah, Alter, wenn man den auf Ausdauer skillt. Die gehen ja übelst ab irgendwann. Wie viel Ausdauer hat denn deiner? 1000 mittlerweile. Ja, bei mir hat er 1080. Ich hab den einfach nur einmal geskillt. Ich habe ihn bisher zweimal geskillt. Aber sie werden hier bald noch auf dem Odonkleos Dois. Ja gut, mit dem sollte Roman ganz schnell weg. Da kommt Plesiosaurier und da unten ist ein Dunkleos Dois. Obwohl, weißt du was, wir könnten versuchen, den da zu flankieren. Wollen wir? Ich weiß ja noch nicht, Plesiosaurus. Pass immer auf deine Gesundheit auf, ja? Das ist nicht gut. Er macht auch ultra wenig Schaden. Ja, er macht ultra wenig Schaden. Ich bin auf Hälfte. Scheiße, ich glaube, der muss noch ein Biss bei mir landen, bin ich tot. Ja, okay, ich habe nur 100. Mein Ichi hat nur noch 133. Boah, der ist richtig pissed. Oh, scheiße, der kommt. Schnell Force-Feeden. Okay, ich habe meinen geforce-feedet, jetzt geht's weiter. Nein, der darf nicht abhauen. Ausdauer. Rein da jetzt. Komm her. Schon noch nicht weg, du feige Sau. Sagt derjenige, der ein 2:1 gemacht hat, 2:1 gemacht hat, aber egal. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass er zum Gegenangriff ansetzen wird. Aber er ist halt tot. Okay. Hab ihn. Come on. Du hättest nur noch einen Schlag gebraucht. Ach toll, jetzt hast du die XP bekommen, oder was? Ach, ich könnte kotzen, Roman.
Ich mach die ganze Arbeit, riskiere das Leben, ja, und du kriegst die Lorbeeren. Ich habe auch am Anfang mitgekämpft. Ist doch nicht gerecht. Alter, was hitten die denn jetzt immer so krass gerade? Welches Level sind denn die alle? Ach, mein lieber Megalodon, ich habe genug Spiele gespielt, wo ich ein Flugzeug spiele. Also ein Jetflieger. Ich weiß, wie man ausweichen muss bei sowas. Weiß ich halt wirklich, das ist ungefähr dieselbe Steuerung. Ich muss halt nur einmal kurz reinpreschen, einmal kurz angreifen und dann irgendwie ein Ausweichmanöver machen. So einfach. Okay, dann nochmal schnell Force feeden. Also zwingen zu fressen. Zu Deutsch. Ich bin übrigens von meinem Itchy kurz abgesprungen und der ist sofort zu mir gesprungen. Oh. Also siehst du ihn denn? Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, sie greifen gerade deinen Itchy an. Ja, sie greifen deinen Itchy an. Ja. Oh nee. Ach, fuck, Mann. Oh nee, Quallen sind auch herbe. Ich hasse die Quallen so sehr. Ja. Alles klar. Oh nee, nein, 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 hilf mich da auch. Die haben sogar noch eine Rüstung von mir kaputt gemacht. Quallen sind die größten Huren der Natur. Wann ist denn die Folge zu Ende? 2 Minuten. Kommt ran, ihr Mistviecher. Oma, du sollst da vielleicht weg. Ja, ich kann mich am Anfang immer nie bewegen. Aber komm bitte zu mir, lock die doch nicht wieder ins Wasser. Erstmal raus hier mit den Viechern. Oh Gott. Komm am besten in meine Richtung, bitte. Eine lebt noch. Aua. Sie hat mich getroffen, Martin. Nein. Ich weiß. Du schießt ja nicht. Weil ich nicht weiß, wo sie ist. Ich sehe doch nichts. Ich sehe nichts, Roman. Das Wasser blendet nun mal. Mann. Ich sehe nichts, was unterhalb des Wassers vor sich geht. Und mein Name, sie hast du den gesehen? Ja, aber eher schlecht als recht. Aber du hättest ja auch in die Richtung von meinem Namen schießen können. Dann hätte ich vielleicht auch dich erschossen. Ja, dann heißt es wieder, ich bin wegen dir gestorben, so wie vorhin. Das hättest du sehen müssen, Fiete. Ich habe ihm einen Pumpgun-Shot eingegeben, weil ich die Eier vom Pinguin gegessen habe. Und er fliegt einmal quer durch die ganze Map. Ey, du komische Qualle. Komm ran, du Hässlon. Du hast ja nicht mal richtige Augen. Guck dich doch an, du Glibberhaufen. Meine Güte, wenn ich du wäre, wäre mir das voll peinlich. Kein Körperspannung, nicht mal ein Muskel hast du. Und du bist der König dieser... des blauen Nichts? Richtig, das passt zu dir. Nichts. Ja, guck mal da, da haut's ab. Jetzt ist sie beleidigt. Genau, verpiss dich zurück in dein blaues Nichts. Die haut nicht ab, die geht zu mir. So. Mann. Na doch, da, sie verpisst sich in ihr blaues Nichts zurück. Da, wo sie auch hingehört. Jetzt muss ich wieder meine anderen Sachen suchen. Könntest du sie nicht einfach hierher locken und ich schieße sie tot? Und dann kannst du ganz ruhig deine Sachen holen. Ich kann ja noch nicht mal so tief tauchen.
Ey, Miss Qualle, du hässlicher Haufen Kot. Hier bin ich. Okay, jetzt wäre es vielleicht doch mal hilfreich, was zu bekommen hier. Aua! Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ja, komm! Ja, mein Otter hat sie getötet! Du geile Sau! Ich liebe diesen Otter! Ich liebe ihn!